Damit möchte ich gerne Rino Borini übergeben. Er ist der Co-Founder und CFO von Financial Media und Herausgeber vom Punkt Magazin. Er wird als Moderator diesen Panel begleiten. Besten Dank, Rino. Merci, André. Guten Vormittag miteinander, auch im Namen von meinem Gesprächspartner, die ich Ihnen gleich vorstellen möchte. Ich beginne ganz am Rande von mir, so ganz vis-à-vis, Hans-Jörg Morat. Er ist Vice President bei DWS. Dann in der Mitte, so fast zu sagen, der Erik Blattmann. Er ist Head Public Distribution Investment Strategies Europe bei der Bank Vontobel AG. Und gleich auf meiner linken Seite Roland Fischer, Head ETF Sales Switzerland und Liechtenstein von Luxor Asset Management. Ich möchte eigentlich gerne auf der letzten Frage basieren, diese aufnehmen und dieses Gespräch dann eigentlich so führen. Über Robo-Advisory wollen wir jetzt gar nicht so groß diskutieren, vielmehr eigentlich Themeninvesting, was das bedeutet, was die Herausforderungen sind. Und natürlich bin ich gespannt, wie die Produktindustrie diese neuen Technologien auch nutzen. Und ob das am Schluss für Sie alle als Investor auch einen Vorteil generieren kann. Wenn man künstliche Intelligenz hört, denkt man ja, dann könnte man vielleicht die Märkte schlagen. Das sind so die Themen, die wir heute diskutieren möchten. Als erstes möchte ich mal ein bisschen, wir haben gesehen, dass rund 56% der Teilnehmer nicht in Themen investieren im Bereich künstliche Intelligenz. Es gibt noch weitere Themen wie Blockchain oder Big Data Analytics. Also ein Großteil ist noch nicht investiert in diesen zukunftsträchtigen Themen. Wie ist da die Stimmungslage? Ihr seid alle Anbieter von solchen Zertifikaten oder ETFs. Ich beginne mal in der Mitte bei Erik. Spürt man da, sind das alles so ein bisschen Produkte, die nicht gekauft werden, oder habt ihr schon ein Bedürfnis gesehen bei den Investoren? Nein, also wir sehen da ein sehr großes Bedürfnis. Also wir haben ja da vor über 3 Jahren eigentlich angefangen, ein ganzes Themengebiet im Technologiebereich abzudecken, wo wir eigentlich verschiedene Themen lanciert haben, sei das über Industrie 4.0, natürlich eben auch Artificial Intelligence, Blockchain, Cybersecurity und so weiter, 5G, also eigentlich so, ich sag mal, eigentlich ein komplementäres Set von Themen im Technologiebereich. Und die Nachfrage nach diesen Themen oder Investments in den Technologiebereich war enorm groß. Klar, der Sektor, Sie wissen das auch, ist natürlich hervorragend gelaufen. Die ganzen Technologieaktien haben super performt. Das hilft natürlich auch, logisch. Aber ich glaube, gerade wenn man so inmitten von so einer Digitalisierungswelle drin ist und wir reden davon eben von neuen industriellen Zeitalter und so weiter, ich meine, kommt man um Technologiefirmen einfach nicht mehr rum, und sie müssen in jedem, jedem Portfolio zumindest vertreten sein, weil es schlussendlich doch Entwicklungen am Markt oder auch in der Gesellschaft, in der Welt widerspiegeln. Bei der DWS, ihr habt ja auch einige Produkte am Start, einige ETFs, die laufen auch schon gut, hervorragend, oder braucht es noch Zeit, bis die großen Volumen reinkommen? Also unsere beiden ETFs im Bereich Artificial Intelligence und Big Data und Future Mobility, die wurden erst Ende Januar lanciert, das heißt, die brauchen noch ein bisschen Anlaufzeit. Aber die zugrunde liegenden Konzepte, die haben sich schon bewährt. Ja. Also wenn ich vielleicht kurz vorweggreifen darf, wir arbeiten hier selbst mit Artificial Intelligence. Wir haben eine große Datenanbindung über ein Joint Venture im Silicon Valley namens Juno an die großen Patentämter weltweit. Und mit der können wir ganz gezielt schauen, welche Unternehmen beschäftigen sich mit Artificial Intelligence zum einen oder Future Mobility zum anderen und können so ganz gezielt einen Index bauen und einen ETF darauf lancieren, der wirklich in diesen Themen investiert. Weil die Schwierigkeit beim Themeninvesting ist immer eine gewisse Reinheit, dass man auch wirklich auf dem Thema investiert ist. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen, auch in der Schweiz. Es gibt sehr viele Themenfonds, gerade im Bereich Biotechnologie, Healthcare, Digitalisierung. Die sind sehr gut gelaufen. Automation und Robotics war auch ein so ein Thema, was im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren massiv stark gelaufen ist. Wir haben aktive Anbieter in der Schweiz, die Fonds bald schließen müssen, weil die schon zu groß werden vom Volumen her. Die sind dann die 2 Milliarden. Also da ist auf jeden Fall ein Bedürfnis da. Ja. Auf das kommen wir sicher noch im Verlauf des Gesprächs noch rein, wie ihr als Produktanbieter diese Technologien auch einsetzt. Roland, wenn du bei deinen Kunden bist, bei den institutionellen Kunden, den Großkunden, das Thema Core-Investing oder eben doch auch solche Themen wie Robotics oder Artificial Intelligence? Ja, also momentan ist es noch so, dass wir sehen, dass gerade dieses Bedürfnis nach eben Themeninvesting eher noch in den Kinderschuhen steckt. Also viele institutionelle Investoren
sind nach wie vor auf großen Benchmarks unterwegs. Das liegt auch daran, dass natürlich man, wenn man jetzt in gewisse Sektoren oder gewisse Themen investiert, halt auch sehr, sehr viele klassische Unternehmen im Index vorfindet. Also das ist auch noch so ein Prozess, glaube ich, der auf der Indexanbieterseite so ein bisschen, die müssen auch dazu lernen, eben so ein Pure Play, wie Hans-Jörg gesagt hat, zu entdecken, weil am Ende, wenn man das Gesamtportfolio anschaut, dass man da nicht irgendwie zwar in Robotics investiert, aber da sind halt auch nur die Fangs enthalten, oder? Das ist so ein bisschen das Problem. Deshalb sind bei den Großkunden meistens noch so, dass es eher so ein Satellitendenken ist, dass man wirklich dann auch aktiv, mehr aktiv Single-Stock-Selection macht. Aber was wir natürlich sehen, ist gerade auf der klassischen Private-Banking-Seite, wo es geht, um größere Baskets zu kaufen, als Satelliten natürlich solche Themen sehr spannend sind, weil natürlich auch die, ich nenne das immer Verlusttoleranz, der Kunden letzten Endes, der Endkunden natürlich viel höher ist, weil man eine Story spielt. Es ist nicht so ein Produktpush, wie man es in den letzten Jahren immer gesehen hat, sondern es ist eher so eine Story, eine langfristige Story. Natürlich muss man dann, ich glaube, da kommen wir auch noch drauf, immer schauen, es sind natürlich viele Buzzwords, oder? Und es muss halt wirklich ein solides Fundament haben, das Produkt. Von der Selektionsseite, aber auch, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Weil diese Unternehmen sind ja extrem... Startups, Venture Capital oder viele Venture Capital Firmen investieren da rein und es ist halt extrem schwierig, da eben auf der Höhe der Zeit zu bleiben, weil diese Unternehmen und auch die Technik macht ja enorme Fortschritte, oder? Und das ist halt schwierig, dass man nicht ein statisches Konzept hat, wie zum Beispiel ein ETF oder ein Index, sondern der muss sich halt weiterentwickeln, oder? Und wir haben da auch einen Weg gefunden, wo wir dann Industrieexperten zum Beispiel mit einbeziehen in das Indexkonzept und die auch jedes Jahr im Prinzip dann genau drüber schauen, macht das überhaupt Sinn, oder? Sind das Pure Plays oder auch zum Beispiel viele dieser kleineren Startups werden aufgekauft von den Großen, von Google und so weiter und da macht das vielleicht auch am Ende keinen Sinn mehr. Am Ende hat man ein Produkt in 3-4 Jahren, was eigentlich gar nicht mehr das abbildet, was man eigentlich will, oder? Das ist so das Problem. Das ist doch eigentlich ein Riesenproblem. Wenn ich als Investor möchte in das Thema künstliche Intelligenz investieren, dann sind die meisten Firmen, die wirklich in diesem Thema tätig sind, nicht an einer Börse kotiert. Das sind Startups. Die werden dann in 3, 4, 5 Jahren gekauft von Google, Facebook, von wem auch immer. Da habe ich gar keine Chance, wenn ich nicht Venture Capitalist bin. Oder? Es gibt da keine Produkte als Schweizer Investor, wo ich eigentlich in das Spannende eigentlich investieren kann. Erik. Ja, das ist richtig. Ich meine, es ist natürlich ein anderes Segment oder andere Art von Investments. Ich meine, das, was wir jetzt, also auch als Fonddoppel anbieten, sind ja liquide Investments, oder, die ich jederzeit an der Börse kaufen und verkaufen kann. Entsprechend brauche ich natürlich auch liquide Titel in einem Index oder in einem Basket drin. Das heißt, wir bieten keine solchen Investments an. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, wenn ich sag mal, etabliertere Unternehmen kaufe, natürlich sind keine Pure Plays oder die wenigsten sind Pure Plays. Wir versuchen da, ich sage jetzt mal, in so einem dynamischen Indexkonzept so über verschiedene Levels die Selektion zu machen. Also dass wir einerseits wie ein Scoring-Modell machen, um das Thema möglichst gut abgreifen zu können, wo wir verschiedene Sachen definieren, wie eben auch Patente, Investments in diesen Bereich, Beteiligung an Verbänden und so weiter, Involvements irgendwie in dem Bereich, daraus ein Scoring-Modell machen, da versuchen die Unternehmen rauszufiltern, ein Qualitätsscoring-Modell drüber laufen zu lassen, nur weil sie dort in dem Bereich aktiv sind, heißt es noch nicht, dass es eine gute Firma ist, und dann eben auch Liquiditätskriterien. Und das als dynamisches Konzept, und das gibt mir am Schluss dann die Unternehmen, und logisch sind das keine irgendwie Private Equity Firmen oder Startups und so weiter. Das sind zum Teil etablierte Unternehmen, die aber sehr stark in dem Bereich investieren. Unbestritten vielleicht noch einen kleinen Teil vom Umsatz in dem Bereich generieren, aber dort massiv investieren und natürlich dort auch Wachstumsfantasie ist. Also ich nenne die eigentlich dann, wie sagen wir mal, so Early Adapters. Das kann irgendeine IBM sein und so weiter. Wo die halt dann auch im Artificial Intelligence Bereich sehr aktiv sind und dort das auch stark vorantreiben. Aber eben, die Gefahr ist, wenn ich als Investor in ein Zertifikat oder ein ETF auf Artificial Intelligence investiere, kann es sehr gut sein, dass ich Facebooks habe. In einem Produkt habe ich BlackRock gesehen in den Top Tens. Die sind natürlich ganz anderen Risiken ausgesetzt. Oder? Mhm. Wenn BlackRock schlechte Zahlen liefert, die Finanzmärkte kollabieren, dann wird es vielleicht auch BlackRock an der Börse
runterpushen. Dito, wenn Facebook, wo von Werbeerträgen lebt, der Werbemarkt einbricht, dann profitiere ich nicht von Artificial Intelligence direkt, sondern ich bin nach wie vor dem Risiko vom Werbemarkt ausgesetzt. Kann man das umgehen? Oder was empfiehlst du, Hans-Jörg, auch beim Investor? Wie soll er sich da navigieren durch den Dschungel von diesen verschiedenen Indizes und Basketprodukten? Ja, also ich denke, es ist sehr wichtig, sich das Themeninvestment genau anzuschauen und zu verstehen, wie wurde der Index konzipiert. Sind da jetzt Firmen drin, die sich tatsächlich mit der Entwicklung von Artificial Intelligence beschäftigen? Sind da Firmen enthalten, die durch die generelle Entwicklung von Artificial Intelligence profitieren? Da gehört insbesondere auch Facebook dazu. Also Facebook ist auch Bestandteil unseres Produkts, um das jetzt mal zu sagen. Verdient zwar ihr Geld mit Werbeeinnahmen, aber da steckt eine riesige AI dahinter. Ja. Also da werden Massen von Daten analysiert, was Klickverhalten der Benutzer angeht, was das Uploadverhalten von Bildern angeht, was die Likes angeht. Und um so gezielte Werbung zu schalten, wie Facebook das macht, das ist auch ein Teil der künstlichen Intelligenz. Ja. Da gehört eine Spracherkennung, Bilderkennung, Cloud Computing, Cyber Security, und Natural Language Processing noch viel mehr dazu. Also künstliche Intelligenz ist sehr vielseitig. Da profitiert Amazon von, da profitiert Facebook von. Aber wir haben beispielsweise auch gesehen, und nochmal auf den Punkt zurückzukommen mit den Startups, es gibt auch kleinere Unternehmen aus den USA im Small-Cap-Segment, beispielsweise im Bereich der Marktforschung, die schon wirklich künstliche Intelligenz verwenden, um besser Marktforschung betreiben zu können. Und solche Investments sind über gewisse Themenprodukte dann doch schon möglich. Mhm. Ich glaube, Nino, was du auch angesprochen hast, ist ein großes Problem, weil natürlich, wenn man natürlich viele Startups hat, ist natürlich schon so, dass die großen Fans, sage ich mal, auch ein großes Interesse an dem Know-how auch haben. Und deshalb lässt sich kaum vermeiden, dass letzten Endes sich bei jeder Technologie, die neu ist, große Multinationals eben wiederfinden und dann halt auch dieses Know-how kaufen wollen. Oder das ist halt so das Business-Problem. Ich gebe dir recht, du hast das Problem letzten Endes, dass das Investment, was du eigentlich tätigst, ganz anderen Marktrisiken unterworfen ist, als du eigentlich im Kopf hast. Oder es ist vielleicht ganz anders, dass eben die Werbeeinnahmen zum Beispiel von Facebook einbrechen. Und es hat aber nichts damit zu tun, dass die momentan gerade das Startup, was die gekauft haben, extrem cleveren Algorithmus entwickelt haben, der einen riesen Marktwert hat. Das ist halt schon so ein bisschen das Problem. Und es ist aber eher ein strukturelles Marktproblem, weil auch wir wollen unseren Investoren auch nicht zumuten, dass sie auch dann irgendwie in die Startups direkt investieren, weil wir alle wissen, das ist ein sehr, sehr riskantes Geschäft. Oder? Und das in Produkte zu implementieren, was dem breiten Markt oder auch Privatkunden zugänglich ist, ist sehr, sehr schwierig. Und deshalb müssen wir, Erik schon sagte, eigentlich immer auf einen Index vertrauen, oder? Und es muss dann gelistet sein und dann ergeben sich halt gewisse Abstriche, die man eigentlich machen muss. Ich meine, du sagst es ganz richtig, oder? Es ist ein ganz anderes Risikoprofil von einem Investment, oder wenn ich in Startups investiere, wie wenn ich, sag mal, in etablierte Unternehmen, die vielleicht in einem Bereich sich bewegen mit Fantasie oder mit Wachstumspotenzial. Da habe ich ganz andere Risiken und also natürlich entsprechend ganz andere Volatilität im Kurs. Vielleicht ein bisschen das auch mal kritisch betrachten. Also das, ich sage immer, wenn man ein Startup gründen möchte, dann muss man einfach den Namen AI und Blockchain hinschreiben, dann kommen die Investoren angerannt. Das macht ihr ja auch indirekt, indem ihr eben solche Zertifikate oder ETFs lanciert. Themeninvesting, ich kann mich gut erinnern an seltene Erden, das war ein Riesenflop, ging so hoch und die sind, glaube ich, jetzt alle bei Null. Ich kann mich erinnern, vor etwa 10 Jahren sagten alle, du musst auf Vietnam investieren, ging so hoch, dann so runter, jetzt zum Glück wieder hochgekommen. Ist nicht auch die Gefahr, dass eben das Thema künstliche Intelligenz oder Smart Cities und Big Data, also all diese Themen, dass vielleicht das auch ein kurzfristiger Hype ist? Weil der Tech-Sektor generell ist ja sehr stark gestiegen. Muss man das auch ein bisschen berücksichtigen? Also Long-Term-Investment, Short-Term-Investment, wie geht man um? Also die Themen, die wir jetzt angesprochen haben, eben Cloud Computing, AI, Cyber Security und so weiter, das verschwindet ja nicht. Das sind Themen, die bleiben und die werden sogar Relevanz sogar noch zunehmen. Das sind ja nicht irgendwelche vorübergehende, gehypte Trends, sage ich mal. Oder bei seltenen Erden, da gab es, ich meine, der ganze Markt ist plötzlich in dieses Thema rein. Schöne ist ja, dass man schnell ein Produkt lancieren kann, oder so auf der Zertifikatseite zumindest, und da vielleicht noch am Anfang da dabei ist. Und klar, das ist irgendwie 2009 ist das losgegangen, 2011 hat es mit dem 20-fachen Level irgendwie gepiekt.
Aber das war irgendwie eine spezielle Situation da mit China und den Exportquoten und so weiter, wo plötzlich die Welt gefunden hat, es gibt keine seltenen Metalle mehr und man auch nicht unterschieden hat zwischen Heavy Rare Earths und Light Rare Earths, die auch ganz unterschiedliche Marktökonomiken haben. Und das wurde dann irgendwie hochgehypt, die Preise gingen hoch, Unternehmen kamen am Markt und so weiter, das ist alles abgestürzt. Und das war für mich sicher ein sehr kurzfristiger Trend. Und bei den Technologiethemen, klar, da gibt es vielleicht auch, sagen wir mal, Hype-Momente, Blockchain, oder haben wir auch erlebt, da gab es ja auch ganz lustige Stories an der Börse, nur weil Blockchain drin war, die haben einen Eistee gemacht, haben den Namen geändert und waren plötzlich so hundertfache Valuation als vorher, aber sie haben immer noch Eistee gemacht und haben gesagt, wir machen jetzt irgendwie aber anders Eistee und fokussieren uns jetzt auf Blockchain. Also das sind also lustige Auswüchse. Klar, das gibt es, das sind natürlich dann auch so ein bisschen Überreaktionen im Markt, aber ich sage jetzt mal, mittellangfristig bleiben die Themen und die werden an Relevanz sogar gewinnen. Das sieht man auch in der Gesellschaft, oder diese Themen sind auch schon in der Gesellschaft sehr präsent. Also Automatisierung weiß jeder, glaube ich, hier im Raum, dass wenn wir uns jetzt 20 Jahre in die Zukunft mal denken, dass die Welt ganz anders aussehen wird und dass es ganz andere Skills brauchen wird von Leuten. Es wird ganz andere Technologien geben. Es ist also etwas, was ein extremer gesellschaftlicher Umbruch ist. Man hat die technische Entwicklung der letzten Jahrhunderte einfach mal zusammenfasst und dann schaut, was ist in den letzten 10, 20 Jahren passiert oder was wird noch passieren. Also es ist schon so etwas, was im Gegensatz vielleicht zu seltenen Erden, was wirklich ein gesellschaftliches Thema auch ist. Und wo die Leute auch merken, okay, das ist etwas, was man nicht wegdiskutieren kann, was bleibt und was auf jeden Fall auch ja, Chancen birgt, Investitionschancen. Oder weil jeder weiß, okay, man muss dort rein investieren, um langfristig auch erfolgreich zu sein mit seinem Portfolio, weil diese Themen, wie Erik sagt, die werden bleiben, die werden nicht wegfallen, wie vielleicht einige andere Themen, die man mal in der Vergangenheit gesehen hat. Ja, ich denke auch, das ist der Unterschied zwischen einem langfristigen Trend und einem Hype. Ja, seltene Erden waren ein Hype, wenn man gedacht hat, okay, diese Metalle werden in der Elektronik gebraucht, in Monitoren, in Smartphones und so weiter. Das heißt, man ist in einer Nische unterwegs und hat sich da irgendwie selten gemacht und dann sind die Preise explodiert. Ja. Aber jetzt bei künstlicher Intelligenz, das betrifft ja so viele Sektoren, das betrifft Tourismus, Konsum, alles was mit IT zu tun hat sowieso, Transport. Das ist so breit und übergreifend. Ja. Das ist kein Hype mehr, das ist ein wirklich langfristiger Trend. Und wenn man sich jetzt mal die 10 größten Firmen der Welt anschaut, da sind 7 Tech-Companies dabei. Mhm. Ja. Und da kann man nicht mehr von einem Hype reden. Mhm. Da komme ich zum nächsten Problem. Wir haben es jetzt erwähnt, oder? Die Tech-Companies, die dominieren die Welt. Müssen wir von Chancen reden? Ja, wir kommen nicht genau von Problemen. Die Chancen, die reden wir auch noch. Wir müssen zuerst noch die Risiken verstehen. Aber absolut. Aber wenn ich anschaue, die 10 größten Firmen dieser Welt, das sind Facebooks, Alibabas, Googles und wie die alle heißen. So, die sind in einem Kernportfolio enthalten, MSCI World, S&P 500, beim Eurostoxx Europa ist leider nicht so fit in den Technologiebereichen. Dann kaufe ich, also ich habe das im Kernproduktportfolio so schon drin, dann kaufe ich vielleicht noch ein Themenzertifikat, habe ich wieder die gleichen Verdächtigen oftmals enthalten. Die Gefahr von Klumpen, dass man plötzlich überall ein bisschen Apple drin hat oder Google, ist schon groß, oder? Das Roland. Ist so, ich denke, das ist so. Das kann man auch nicht immer 100% vermeiden oder weil man halt die Produkte nicht so slicen kann, wie man es will. Oder man hat halt gewisse Blöcke, zum Beispiel, wenn man jetzt vom klassischen Privatkunden reden, der vielleicht ETFs kauft oder Zertifikate kauft, der hat dann eine gewisse Bandbreite und ich glaube auch da ist es noch so ein, fehlt natürlich auch das Verständnis der Diversifikation oder dass man wirklich dann in die Produkte reinschauen muss, in die Indexkonstellation und eventuell ist es dann wirklich so, dass man Exposure gegenüber dem Nasdaq hat, den man vielleicht eigentlich gar nicht will oder sich gar nicht bewusst ist. Also die Gefahr ist schon da. Man muss halt immer dann schauen im Gesamtportfolio-Kontext, vielleicht gibt es Möglichkeiten eben, das einige oder andere Investment eben herunterzufahren, beziehungsweise das Gewicht im Portfolio zu reduzieren. Also natürlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil viele Leute, die investieren dann in Healthcare, Smart Healthcare, Robotics und am Ende haben sie eigentlich nur Riesenportfolien von Facebook und Google drin, oder? Das ist halt die Gefahr. Ja. Deshalb liegt es aber auch an uns Anbietern zu sagen, okay, wir dürfen nicht diese Buzzwörter so spielen im Sinne, dass wir einfach nur was draufschreiben, was dann letzten Endes nicht drin ist, sondern uns ist es so ein bisschen Selbstregulierung, glaube ich, gefragt von Anbietern zu sehen, dass man wirklich so versucht, alles dran zu setzen, so ein Pure Play hinzubekommen und dann auch halt sinnvoll das weiterentwickelt, weil in 10, 20, 5,
20 Jahren ist vielleicht ist der Markt vielleicht weiter und es gibt große Technologie-Companies, die vielleicht sich aus Google rauslösen müssen, etc. Also das ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, ja, Gesamtportfolio-Kontext. Ja, absolut. Also ich sehe das auch so. Ich meine, schlussendlich, man muss ja immer den Gesamtportfolio-Kontext im Blick behalten und den auch, ich sage das mal, bewusst steuern, oder? Also die Allokation. Und natürlich habe ich im Kernportfolio gewisse Titel bereits drin und vielleicht sogar stark schon vertreten. Aber wenn ich ja ein Thema kaufe, dann will ich ja eine Übergewichtung in dem Bereich. Also dann nehme ich ja auch bewusst in Kauf, dass ich da eine Übergewichtung habe. Und wichtig ist nur, dass ich mir das halt anschaue, was ich kaufe. Da ist die Transparenz wichtig. Was ist denn da drin im Index und mit welcher Gewichtung, damit ich überhaupt weiß, was ich da reinkaufe. Aber ich denke, entscheidend ist, dass ich ja bewusst da die Übergewichtung will. Und sonst würde mich ja das Thema gar nicht interessieren. Ja, also was wir sehen, ich meine, Klumpenrisiken, das ist einfach nur schlechtes Portfolio-Management. Ja. Mhm. Also wenn ich mir, denke ich mal, die meisten Privatkundenportfolios anschaue, da sind sehr viele Einzeltitel vertreten, teilweise mit zwischen 5% und 10%. Ich würde mal da ja anfangen, mit den Klumpenrisiken zu beheben. Und Klumpenrisiko kommt nicht durch Satelliteninvestment, sondern wenn, dann durchs Kerninvestment, weil halt oftmals stark marktkapitalisierende Indizes verwendet werden und da ergibt sich das Klumpenrisiko draus. Mhm. Wir haben das mit unseren Produkten beispielsweise so gelöst, dass wir sagen, wir gewichten alle Titel gleich. Wir haben 80 bis 100 Produkte oder Stocks in diesem ETF drin. Da wiegt eine Apple, eine Amazon und eine Facebook genauso viel wie ein US-Small-Cap, was im Bereich Marktforschung oder sonstigen AI-Themen unterwegs ist. Ja. Und so kann man es schon mal teilweise mitigieren. Da möchte ich schnell nachfragen, wenn ihr jetzt eben diesen ETF habt, wo auch in Small-Caps investiert, ich meine, da ist ja nicht die Liquidität so groß. Ihr seid von der Size her auch limitiert. Oder ist das einfach abzubilden? Sind Sie in Small Caps? Es geht schon, weil das sind Small Caps, die auch an der Nasdaq gehandelt werden. Ja. Also das sind Small Caps im Bereich um die 700 Millionen Marktkapitalisierung. Das ist momentan der kleinste Titel. Aber das geht auch hoch bis zu einer Amazon und zu einer Google. Ja. Also wir haben beispielsweise 70% Large Caps, 20% Mid Caps und 10% ungefähr Small Caps mit einer Market Cap unter 2 Milliarden. Okay. Sie dürfen ja auch Fragen stellen. Sie können Fragen stellen über dieses Tool. Ich weiß nicht, sind da Fragen reingekommen oder nicht? Oder kommen da erst? Vielleicht sehen wir da. Oh, da hat es schon eine Frage. Die nehme ich jetzt gerade auf. Das kommt nämlich nachher. Mehrere so. Was denken Sie? Das wissen ja alles Artificial Intelligence Experten auf der Technologie-Seite. Nein, sind wir nicht. Aber ich würde gerne künstliche Intelligenz im Anlageprozess, das betrifft euch ja auch, diese neuen Technologien wie künstliche Intelligenz oder Big Data Analytics im Strukturieren von Produkten. Was läuft da? Macht ihr das noch handgeschrieben mit Excel und Zeugs und Sachen, wie man das vor 10 Jahren gemacht hat? Oder gibt es da auch schon Anwendungen bei euch in der Firma? Bei Erik vielleicht mal nachfragen? Also, ich muss vielleicht mal so sagen, ich meine, die ganze künstliche Intelligenz, die kann ich ja grundsätzlich im ganzen Wertschöpfungskette, im ganzen Wertschöpfungsprozess, in jedem einzelnen Element kann ich grundsätzlich künstliche Intelligenz einsetzen. Jetzt, wo stehen wir als Fondtopel oder im strukturierten Produktebereich? Ich sage mal so, der erste Schritt ist ja, dass man eigentlich eine komplette digitalisierte Wertschöpfungskette hat, oder so ein, also wo die ganze, dass der ganze Prozess digitalisiert ist. Das haben wir. Was wir klar noch nicht haben, wir haben keine künstliche Intelligenz da bereits implementiert. Aber der erste Schritt, das Fundament, das alles mal, ich sage mal, digitalisiert ist und eigentlich aneinander gehängt ist, digital, der ist mal da und jetzt können wir natürlich auf einzelnen Elementen da anfangen zu optimieren. Ich meine, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, ist ja auch irgendwie jeder fasst da ein bisschen was anderes auf. Also künstliche Intelligenz kann ja brutal weit gehen mit einem lernenden Algorithmus, der selbstständig Sachen erkennt und Entscheidungen trifft. Und so andere sind da, sag mal, einfach mal aus einer Fülle von Daten, irgendwelche Patterns wenigstens mal rauszuziehen. Und bis wir da mal an dem ganz extremen Ende sind, das dauert ja noch Jahre, oder? Da sind wir natürlich noch lange nicht. Was wir natürlich schon machen, ist versuchen, mit den Daten aufzubereiten oder auch für Kunden besser zu verstehen, besseres Offering zu bieten und so weiter. Ich meine, da machen wir erste Gehversuche.
Aber das dauert dann schon noch eine Jahre, bis man da wirklich von künstlicher Intelligenz reden kann. Also was natürlich auch spannend ist, ist, glaube ich, wenn man jetzt über künstliche Intelligenz redet, also das ist natürlich auch ein Buzzword, oder meistens geht es dann um Machine Learning, Algorithmen, selbstlernende Systeme, Supervised oder Unsupervised Learning. Aber ich glaube, was sehr spannend ist, auch für den Endkunden letzten Endes, ist, dass natürlich so, ich kenne das aus dem klassischen Behavioral Finance, dass eben die Leute zu Emotionen neigen. Und gerade in so einem Anlageprozess lässt sich natürlich über einen sehr, sehr regelbasierten Algorithmus zum Beispiel auch diese Emotionen herausnehmen, oder? Und auf der einen Seite spart man viel Zeit, also wir auch, wir nutzen auch schon gewisse Algorithmen, um eben im Portfolio-Management-Prozess, um eben Sachen zu beschleunigen, weil der Markt, Sie wissen es selber, die Markteffizienz ist extrem gestiegen. Man muss heute, es geht ja darum, wer den schnellsten Computer hat letzten Endes im Banking oder auch im Portfolio-Management. Also das hilft uns und das ist eine Entwicklung, die natürlich weitergeht. Aber man hat natürlich auch Grenzen, oder? Also wenn wir über künstliche Intelligenz reden, da fand ich den Artikel ganz gut, den du geschickt hast, da geht es halt nicht darum, das Gehirn nachzubilden. Das können wir noch nicht, oder? Es gibt keine wirklichen selbstlernenden Systeme. Die ganzen Algorithmen müssen trainiert werden mit Daten, oder? Dann gibt es auch Gefahren von Overfitting der Daten. Also das ist schon auch ein sehr, sehr technisch anspruchsvolles Feld, wo wir zum Beispiel auch drüber nachdenken, ist zum Beispiel auch Blockchain-Technologie im Settlement-Prozess unsere ETF einzusetzen. Oder? Das ist auch eine spannende Technologie, aber auch dort, diese Technologie ist auch noch nicht 100% ausgereift. Aber das sind so Anwendungsmöglichkeiten im Anlageprozess oder im Produktprozess, die wir natürlich nutzen. Ich glaube, ihr habt ja auch Machine Learning-Algorithmen bei ein oder zwei Produkten im Einsatz. Ja, genau. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Wir haben Ende Januar angefangen, eben mit einer künstlichen Intelligenz und einem Startup aus dem Silicon Valley zusammen global die Patentämter zu screenen und zu schauen, welche Firmen sind in den Themen aktiv, in denen wir investieren möchten. Und das Ziel davon soll eigentlich sein, nicht nur zu schauen, welche Firmen haben in der Vergangenheit Gewinne gemacht mit den Themen, auf denen wir unterwegs sind, sondern wer sind wirklich die Gewinner der Zukunft? Ja? Welche Firmen haben starke Patente, jetzt am Beispiel von Future Mobility im Bereich Batteriespeichertechnologien oder optischen Sensoren oder selbstfahrenden Systemen. Das ist eigentlich interessant herauszufinden. Und die AI dahinter, die hilft uns so ein bisschen, das zu screenen. Also das sind Mengen an Daten, das kann manuell kein Mensch bewältigen. Das ist einfach unrealistisch. Aber es braucht immer noch einen Mensch dahinter. Und das ist eigentlich das Interessante, weil AI ist ja oft mal negativ belastet und man denkt so ein bisschen, okay, da kommt irgendwas Futuristisches daher, was einem was wegnimmt oder was man nicht versteht oder so. Aber es ist eigentlich ein sehr interessantes Tool, was einem auch wirklich hilft, zukünftig bessere Entscheidungen zu treffen. Aber es braucht noch so ein bisschen Supervision. Also wir haben auch gesehen, gerade im Bereich Mobilität, es wurde ein Stock selektiert, der hat viele Patente angemeldet im Bereich räumliche Erkennung. Aber das war ein Staubsaugerroboterhersteller. Und die haben natürlich auch Sensoren an ihren Robotern, um zu schauen, okay, wo ist eine Tür, wo ist ein Stuhl, wo fahre ich dagegen. Das ist durch unser Patentscreening auch aufgepoppt, aber da braucht es halt dann doch noch einen Menschen, um zu schauen, macht das Sinn in einem Fonds, der sich auf fahrende Autos fokussiert oder nicht. Ja. Vielleicht ein Beispiel. Ich meine, wir haben jetzt keine Produkte, wo wir selber AI im Anlageprozess nutzen. Was wir allerdings machen, und ich meine, das ist eigentlich noch, das, ich sage jetzt mal, das Schöne an so aktiv gemanagten Zertifikaten, wo wir externe Investmentmanager, also dass die ihre Strategie in so einem Produkt eigentlich umsetzen können. Also wir bieten eigentlich als Bank Fonto auf den Wrapper und die können dann quasi ihre Strategie umsetzen. Und da haben wir, sagen wir, Investmentmanager, die mit uns AI-basierte Strategien umsetzen wollen, also sind es auch Produkte, die wir am entwickeln sind mit ihnen, wo die dann über ihre AI, ich sage jetzt mal, Maschine Anlageentscheidungen treffen und das einfach bei uns in unserem Produkt dann abbilden. Also das ist etwas, was wir machen. Bin ich auch sehr gespannt, wie das kommt. Das Produkt kommt erst raus. Es ist im FX-Bereich. Und das ist, also finde ich persönlich auch sehr spannend, mal zu sehen, oder wie funktioniert denn das auch wirklich, oder? Ich meine, die Tests schauen sehr gut aus, aber ob denn das denn wirklich über längere Zeit und gut funktioniert, das bin ich selber auch gespannt, wie denn das funktioniert. Ich möchte gerne eine Frage von hier noch aufnehmen. Natürlich interessiert mich als Investor die Performance. Wie sehen Sie die Performance von Fonds oder strukturierten Produkten, bei denen eben
das Thema KI abdeckt. Wie sind die gelaufen im Vergleich jetzt nicht zu einem SMI gerne, sondern vielleicht zu einem Tech-Index oder zum Nasdaq oder so etwas? Hans-Jürg, das ist noch kurze Zeit bei dir. Seit Januar hast du gesagt, dass du Produkte machst. Also wir haben momentan gegenüber MSCI World beispielsweise eine Outperformance von 5% seit Ende Januar. Aber wir hatten jetzt Anfangsjahr auch ein interessantes Marktverhalten mit dem Downturn gegen Ende Jahr und dann der Erholung am Anfang des Jahres. Von dem her möchte ich mich eigentlich, was Performance angeht, nicht wirklich dazu äußern, obwohl wir gerade gut dastehen. Das kann aber auch andere Gründe haben. Ja. Mhm. Also über den Zeitraum von 3 Monaten Performance-Prognosen zu machen, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Vielleicht zum Erik, wie sieht da Zertifikat aus? Also ich muss sagen, hier geht es nicht ums Portfolio-Management, also der Anlageprozess, sondern es ist auf ein Themeninvestment in Artificial Intelligence, haben wir vor 2,5 Jahren lanciert und die Performance seit Inception ist seit ungefähr bei 40%. Okay. Also ich glaube, Nasdaq hat in der gleichen Zeit ungefähr 30 gemacht oder so, 35, oder ein bisschen über 30. Also eigentlich sehr zufrieden. Mhm. Also ich denke, es liegt auch einfach in der Sache in sich, dass natürlich, sobald man in Produkten Algorithmen einsetzt, natürlich die einzelnen Vorteile haben, die sind viel schneller. Oder die können vielleicht Patterns viel schneller erkennen. Die selektieren vielleicht auch Unternehmen anhand eben gewisser Kriterien viel schneller, die interessant sein können, als vielleicht auch ein Mensch machen kann. Mhm. Oder? Und deshalb glaube ich schon, dass, ohne jetzt über Performance zu reden, aber wenn man sich das natürlich extrapoliert in die Zukunft, dass natürlich solche Produkte, die smarte Algorithmen benutzen in der Selektion, in der Auswahl der Titel und auch schnell reagieren können, oder? Dass natürlich die überlegen sind dem, sagen wir mal, einem klassischen, traditionellen Asset Manager, der dann letzten Endes händisch entscheiden muss, was machen wir, der vielleicht auch noch eigene Interessen hat. Und ja, so ein Algorithmus hat halt keine eigenen Interessen, oder? Der macht einfach das, für was er programmiert ist und das sehr, sehr effizient und sehr schnell. Also ich glaube schon, dass solche Produkte in Zukunft haben und auch die Performance, die wir jetzt auch bei uns sehen, spricht auch schon dafür. Aber natürlich müssen wir jetzt mal 3, 4, 5 Jahre warten, wie dann und mal einen großen Crash vielleicht auch drin haben. Oder weil was eins natürlich diese ganzen Themen Investment oder die Einzelstocks, die dahinter liegen, natürlich eins haben, sind natürlich alle ziemlich High-Beta-Stocks. Oder? Mhm. Das hat man jetzt auch im Robotics gesehen, in der Korrektur im letzten Jahr, dass natürlich Beta von 2,2, 2,5, das natürlich dann da auch mit gewissen Risiken verbunden ist. Oder? Was wird die Weiterentwicklung sein? Vielleicht das auch zum Schluss? Oder wie seht ihr die künstliche Intelligenz oder generell Technologien bei euch? Kann es mal sein, dass die Maschinen dann die besseren Anlageentscheide treffen oder kann dank Technologie die bessere Auswahl stattfinden für einen Index oder für ein Basket? Wie seht ihr das in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Ich möchte das vielleicht so als Schlussfrage einnehmen und beim Hans-Jörg beginnen. Ja, also Frage 1, ob AI die besseren Anlageentscheide trifft, würde ich jetzt mal nicht unbedingt sagen, aber ich denke, dass es den Mensch dabei sehr stark unterstützen kann, Anlageentscheide zu treffen und vielleicht in Zukunft überhaupt eine Notwendigkeit ist, um überhaupt Anlageentscheide zu treffen. Ja? Weil es wird schon alles immer komplexer, schnelllebiger. Man muss da schon schauen, dass man wirklich da am Puls der Zeit bleibt. Ja? Aber diese Schwarzmalerei, dass irgendwann die Menschen ersetzt werden durch Technologie, das sehe ich jetzt nicht so, nein. Also wie vorher vielleicht kurz erwähnt, ich glaube schon, dass wir AI auf dem ganzen Wertschöpfungsprozess irgendwie nutzen können, sei das auf Kostenoptimierungen, also Automatisierung von Abläufen, auch an der Front gegenüber den Kunden, dort irgendwie, ich sag mal, vielleicht auch schneller irgendwie Sachen beantworten oder irgendwie besseres Offering oder präziseres Offering für den Kunden bieten können. Aber auch, ich meine, schlussendlich, AI kann ja auch brutale Mengen, ich sage jetzt mal in Real-Time oder mehr oder weniger near Real-Time verarbeiten. Das heißt, gewisse Informationsasymmetrien kann ich natürlich so, ich sage jetzt mal, beheben, sage ich mal. Und wenn ich da einen Vorsprung habe, indem ich mehr Daten aus, sag mal, relevanten Quellen verarbeiten kann, hat das natürlich schon einen Einfluss auf eine Anlage, auf Anlageentscheide. Also ich glaube, dort werden wir schon noch Entwicklungen sehen. Also ich bin gespannt, was da alles kommt, oder? Ja, ich bin sicherlich auch sehr gespannt. Also ich sehe auch klar den Vorteil eben, es hilft einem, Produkte auch effizienter und auch kostengünstiger zu machen, oder? Weil man einfach eine viel schnellere Technologie auch hat. Und das ist natürlich auch sehr spannend für uns als Produktanbieter, aber auch natürlich auch für den Kunden, der eben auch solche
Produkte eben dann beziehen kann und weiß, dass diese Produkte halt auch in gewisser Weise funktionieren, dass es da nicht irgendwie vielleicht einen Human Error noch drin gibt. Also das ist sicher etwas, was sehr, sehr spannend sein wird. Und eben die Gesellschaft, die wir haben aktuell, geht halt in diese Richtung. Die Kunden fragen immer mehr solche Produkte auch nach und finden das spannend. Aber ich gebe Hans-Jörg auch recht, also es wird nie so sein, dass der Mensch letzten Endes ersetzt werden soll. Es ist eher der Mensch soll unterstützt werden, oder? Und soll darauf dieser Basis vielleicht eine bessere Entscheidungshilfe haben. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Dann müssten wir quasi versuchen, ein menschliches Gehirn nachzubauen. Soweit ist die Technologie noch nicht. Oder? Wir haben es noch nicht geschafft, dass die menschlichen Hirne sozusagen aus der Maschine kommen. Das wäre vielleicht auch nicht wünschenswert, wenn ich das vielleicht short and sweet zusammenfassen kann. Also ist das ein Thema, das auch aus der Gesellschaft getrieben wird und auch wahrscheinlich beständig sein bleiben wird. Ich habe herausgehört, die Produkte werden dann auch günstiger. Das ist eigentlich generell so in Tech durch die Digitalisierung. Mhm. Weiter wird die Technologie wie künstliche Intelligenz einer ganzen Wertschöpfungskette entlang, auch in der Industrie bei Produktentwicklungen stattfinden, wo dann an jedem Kontaktpunkt sozusagen davon profitieren kann. Und jeder Investor, der in solche Themen investiert, soll schauen, dass mal sein Portfolio, sein Birchenmüsli-Portfolio vielleicht zuerst gemanagt wird, sauber aufgelistet wird, dass man eben nicht gewisse Gefahren eingeht und ein bisschen Klumpen in Technologie sollte man vermutlich haben. Mhm. Wäre nicht schlecht, nehme ich an. Ich danke Ihnen für das Zuhören und ich danke euch fürs Gespräch. Merci. Dankeschön. Danke, Rino. Dankeschön.